So, hallo Freunde, wir sind hier zurück bei Black Desert. Ich wollte mich noch mal ein bisschen umschauen und habe hier mal die Magierin ein bisschen nach vorne gespielt und wollte einfach mal gucken, was die so für tolle Fähigkeiten hat. Magier natürlich wie bei allen MMOs eher so der Fernkämpfer und ja, hat auch gute Crowd-Control-Fähigkeiten. Und was sollen wir jetzt machen? Wir sollen die armen Bergziegen jetzt hier töten, die man hier überall sieht. Dann wollen wir mal anfangen. So, ein bisschen Strom. So, die haben wir schon mal gleich gekillt. Ich glaube, da hinten versteckt sich noch eine. So, mal geblitzdingst. Hier oben sind auch noch welche. So, soll ich noch was machen? Okay, trefft Enrico und bringt die Säcke, die vom Wagen gefallen sind, zum Lager beim Wegtor. Die olle Ziege hier nehme ich noch mit. Ich habe inzwischen schon mit Level 14 schon so viele Fähigkeiten. Also ich kann zum Beispiel auch eine Combo auslösen, indem ich die Umschalttaste rechte Maustaste drücke. Dann mache ich hier so ein Strom-AOE, Blitzdings. Und dann fällt hier ungefähr alles um. Und das ist ohne, dass ich meine Castbar gedrückt habe. Aber man sieht schon, das verbraucht immer sehr viel Mana. Jetzt muss ich mir eben überlegen, wie fülle ich denn nochmal Mana auf? Vielleicht hier mit dem Heilzauber. Ja. Ja, hier, da hinten sieht man schon das Meer. Da war ich schon. Da habe ich mir schon ein Haus gekauft. Ich weiß nur noch nicht, wie das so richtig mit dem mit den Mounts funktioniert. Aber wir sind ja auch gut zu Fuß. Da sieht man schon rechts und links. Habe ich das Quest abgefüllt? Ich habe mich abgefüllt. Da habe ich das Quest erfüllt. So. Gehen wir das mal ab hier. Und hier gehen wir das auch mal ab. So, was kann ich hier noch machen? Das Gespräch beenden. So, was soll ich jetzt machen? Bringt die Säcke, die vom Wagen gefallen sind, zum Lager beim Wegposten. Hier sind Säcke. Ah. Er? So, ah, dann bringen wir den Sack mal eben zurück. Toll, ey, er sitzt hinten rum, heult wegen seinem Wagen rum. Wir können auch mal die 10 Meter gehen bis ins Lager. Egal, mein Weg. Was einem hier nicht alles so auf dem Weg passiert. So. Ja, ich habe einen Sack dabei. So, reicht das schon? Katzen abgeben. Aha, das war ja easy. Zwischenzeit können wir mal eben meine Fähigkeiten durchgehen. Zum Beispiel Frost. Vereist die Feinde so ein bisschen. Und dann, ich bin ja Schaden über Distanz Caster. Und deswegen ist natürlich so ein Freeze immer ganz nett. Wo ist denn hier? Sieht man zum Beispiel Gewitterschlag 1. Das habe ich unten gar nicht in meiner Castleiste, weil das ist nämlich rein über so eine Combo ausführbar. Also mit dieser schon Umschalttaste, rechte Maustaste wird das ausgelöst. Was cool ist, steht auch immer, man kann es auch auf Pferden machen. Das heißt also, man wird später, während man reitet, auch kämpfen können. Was habe ich noch? Hier ist so Teleportation. Ich kann mich also zu meinem Ziel hin teleportieren, wenn ich Umschalttaste und Leertaste drücke. Aber das gibt es hier unten auch als Direktcast. Und das Coole ist, dadurch, dass ich jetzt hier eben dieses Teleportieren gelernt habe, habe ich eben automatisch auch, wenn ich Umschalttaste rechts und links drücke, dann mache ich so einen Sidestep, also quasi zum Ausweichen, aber das mache ich als Teleportation. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. Und der Durchstich, muss ich mal gucken, ob das so ist wie beim
Bei der Bogenschützin, ob ich, wenn ich das mache, Mana wieder automatisch auffülle? Nö, ich glaube nicht. So. So, ich bin also da hier. Parking, das heißt, hier hat jemand seinen Mount abgestellt. Hier stehen überall die ganzen Esel rum. Esel, Esel. So, er. Yay! Oha, der ist ja mal eine Nummer größer. Bong. Einen kleinen Begleiter. Er fährt hier erstmal mit seinem Wagen lang. Auch nicht schlecht. Gandalf mit seiner 5000 Watt Base Machine. Nee, der hat nur Hölzer dabei. Okay, überbringen wir mal eben den Brief. So, man kann sich hier auch Sachen ausleihen, also quasi so Anziehklamotten und Kampfringe und so weiter. Aber dafür braucht man denn irgendwie so, ich weiß gar nicht, was braucht man denn dafür? Irgendwie so Spezialpunkte. Ist das das hier? Wie beliebt man in dem Gebiet ist und dann kann man sich die Sachen eben ausleihen. Hier hoch, so, töte Käfer, töte Kuckuckvögel. Aua, voll in die Bienen reingelatscht. So, Käfer. Hat man es gesehen, da habe ich einen Ausweichschritt gemacht. So. Käfer, Käfer, hier war doch irgendwo auch dieser komische Vogel, genau. Also. Blitz! Hat's ihn gleich zu Boden geblitzt. Ich hatte auch irgendwo, genau, hier ist mein Ei, meine Eisattacke. Ist schön eingefroren. Strom. Wenn ich hier meine Stromattacke mache, mache ich schön AOE über alles. Aber es verbraucht natürlich auch richtig viel Mana. Bienenstock, aha. Oh, der Vogel ist noch nicht tot. Boah, kriege ich gerade schon einen mit. Muss ich mir mal heilen. Und. Aua, aua, lass das. Schild. Au, 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 au. Da war ich wohl ein bisschen zu greedy. So, sofort wieder beleben. Da ist noch ein oder Vogel. Vier. Genau, mach ich so einen Mana-Absauger. Was? Ach, diese scheiß Bienen schon wieder. Was attackiert mich denn hier? Okay. Stehlt ein. Was erfahrt etwas über Kuckuckvögel? Ich glaube, das heißt einfach, ich muss die weiter schnetzeln. Hallo? So. Hier ist ein Käfer. Mal kurz heilen. Olle Eier. Was gibt's hier? Federn, okay. So, ich glaube, ich habe hier alles. Dann können wir mal wieder zurück. Latschen wir mal hier lang. Hey, guck mal, da trägt einer einen Sack durch die Gegend.
Level up. So, man sieht das ja eben auch hier, umso mehr ich die Mobs kille, umso mehr Erfahrung erhalte ich. Das heißt also zum Beispiel mit den Bienen hier, umso mehr Bienen ich töte, umso mehr Erfahrung bekomme ich und umso leichter kann ich dann die Bienen killen. War es irgendwie verständlich, was ich gesagt habe? Irgendwas mit Bienen. So, jetzt müssen wir Bienen töten. Hier ist auch welche. Käfer. Käfer. Eben war hier alles voller Bienen, ne? Und jetzt überhaupt keine mehr. Da sind auch welche. Biene. Hier. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach so, der Chat hier unten ist an. Kann natürlich viel tippen hier. So. Hüpf, hüpf. Nehme ich ihn noch mit hier. Und einen Käfer. Irgendwo hier lang. Aha, hier bewegt sich was. Ach, das ist ja witzig. Ui, er hat sich verkleidet. Okay. Hier sind auch noch welche. Erstmal alles unter Strom gesetzt. Oder welche? Ja. So, tötet Fassparasitenbienen. Das Haus könnte ich jetzt kaufen. Die scheinen hier irgendwie ein Fest zu feiern. Sind hier alle besonders gut drauf. Hier bewegt sich doch noch was. Okay. Was sind das hier? Welche? Oh, Questziel. Wo war meine Mana-Saugfähigkeit hier? Da ist noch so ein Parasit. Alles mitnehmen hier. Das
kannst du überhaupt machen? Lernt was über Fassparasitenbienen, lernt was über Beuteparasiten. Was kann ich hier machen? Ja. Okay, Gespenster sind ja wohl irgendwie hier. Da. Gandalf macht das wohl auch gerade. Ups. Natürlich das Gute als Caster bzw. als Bogenschütze kann man natürlich immer schön die Mobs anlocken. Musste nicht erst hinrennen. Hier wären bestimmt auch welche gewesen, genau. Alles weggeschnetzelt. Aua, was soll das? Da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Ist der vielleicht erst rein? Nein. Ach, da kann ich hoch. Lauf, 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 lauf. Hoch, 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 hoch. Weiß ich immer? Ja. Okay, ich hab's. Wow! Ganz viel untersucht. Okay, das sollte aber erstmal hier gewesen sein für den Magier. Ich wollte ja nur mal kurz zeigen, wie der so abgeht. Vielleicht gehe ich noch mal kurz so die Sachen durch. Das ist übrigens die Hilfe-Escape-Taste. Tastenkürzel kann man sich hier mal angucken. Ach du Scheiße, ganz viel Kram. Herstellen. Herstellungsnotiz. Fischfang, Alchemie, Kochen, Verarbeiten, Hausbau, Sammeln. Schönheit. Kann man seinen Charakter natürlich nochmal verändern. Also man sieht das hier, es gibt sofort eine Anpassung, aber natürlich muss man das hier für diese Perlen kann man das machen. Färben, Farbe mischen, Begleiter. Meine Info. Und wenn man das hier natürlich schon wieder sieht, also es ist zwar so ein Edge-Action-MMO, aber hier kann man wieder schön seine Statistiken irgendwie hochtreiben. Familienname, Charaktername, Sternbild, Ruf, Energie, Beitragspunkte, Verstärkung, Angriffsgeschwindigkeit, Wirkgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, kritischer Treffer, Fischfangtalent, Sammelfähigkeit, Glück, Rückstoß, Greifen, Widerstände. Ausbildung, Atemstärke, Gesundheit, LP, MP, Gewicht, Aktionspunkte, Verteidigungswert, Ausdauer, Arbeiten, Titel, Tagebuch, Aufgaben. Ah, hier. Level 20, das kann man sich hier, glaube ich, noch. Was ist, wenn du Level 20 erreichst? Level 30, Level 40, Level 50, Level 45, kriegst du hier noch so Zusatzgeschichten. Zeitplan 7 Tage, 30 Tage, 50 Tage, 100 Tage. Okay, was ist okay? Play every day and earn loyalty. Kann ich anfordern? Anfordern. So. Dann komme ich nochmal ins Inventar. Nichts Neues. Gut, nee, das soll es erstmal gewesen sein.